Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Leon und zwar mit einem neuen Part von Minecraft LP. So, ja, wir haben wieder den Justin bei uns. Juhu! Juhu, so, ja, der ist ja letztens leider weg, weil mein iPad ausgegangen ist. Ja, ich Skype über iPad, denn meine Soundkarte ist im Arsch und wenn ich dann eine neue reinpacke, geht die auch wieder in den Arsch. Das ist eine schöne Kettenreaktion. Ja, aber darüber geht es jetzt auch gar nicht, sondern es geht jetzt um unser LP. So, in dem letzten Part haben wir ein bisschen unser Haus renoviert. Das war aber erst, das war noch nicht ganz fertig. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Dann würde ich vorschlagen, ja, wir gehen nochmal in die Mine oder so. Oder, ja. Gut, momentan leckt es nur. Und es öffnet sich nicht. Jetzt sind wir da. Auch mit dem neuen Sphex Texture Pack, was irgendwie total rumhängt. Aber wisst ihr was, Leute? Das leckt mir zu viel. Wir machen jetzt einfach Default Texture Pack. So wie es der Gott beschlossen hat. Und zack, schnellt meine Anzeige auf 25 und 26 FPS. Die ganze Zeit war es auf 8 FPS. Jetzt geht das Ganze auch ein bisschen flüssiger und schneller. Alles klar, wir müssen noch diese Wand hier ein bisschen abreißen. Und die Decke muss ich auch noch abreißen. Was machen wir eigentlich die Decke? Na, ist jetzt auch egal. Jetzt müssen wir erstmal... Die Fackel batsche ich mal kurz daran. Dann können wir hier die Spitzhacke nehmen und können hier den Stein schon mal einreißen. So. Ich habe ja, wie gesagt, also ich werde jetzt... Ich habe das auch auf meinen Kanal-Kommentar geschrieben. Und zwar werde ich jetzt... ungefähr pro Woche 3 Videos hochladen, wenn es hinkommt. Ob das klappen wird, weiß ich noch nicht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das klappen wird. Ach scheiße, die können ja Türen eintreten, ne? Komm her. So. Was ich eigentlich noch mal ganz gut finden würde an die Entwickler von Notch, wenn man wirklich jetzt, ja, wenn man mal halt seine XP irgendwo in so einer XP-Bank abspeichern könnte. Kann man das so? Nee, kann man nicht. Doch, es gab doch sowas. Nee, gab es eigentlich nicht. Also eigentlich mit... Das gab's. Es gab eine XP-Bank, wo man XP einlagern konnte. Ja, gab's. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so ist. Ich weiß es jetzt bis jetzt also nicht. Ja, wow, ein Mod. Wir reden hier aber über die Originalversion. Wir reden ja nicht über einen Mod. Ja, aber mit Mod ist es viel. Ja, komm. Ich hatte ja auch erst Mods drauf gehabt. Beziehungsweise, ich hatte Dings drauf gehabt. Wie heißt es jetzt? Wie heißt der Mod? Scheiße. Race Minimap. Und, ich rede gerade zu den Zuschauern. So, ja. Ach lol, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja. Den lasse ich jetzt aber wahrscheinlich, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich lasse den wahrscheinlich auch sein. Denn, dass wir quasi das komplett mod-free sind, dass wir jetzt wirklich keine irgendwie Sachen benutzen können. Vielleicht irgendwie Mods, wo man mehr Arbeit hat, beziehungsweise wo man mehr Erz sammeln kann oder irgendwie sowas. Das ist vielleicht ganz lustig, aber das wird ihr entscheiden. Ich entscheide das jetzt nicht mehr alleine. Denn ich merke, ich habe in der letzten Woche so ungefähr um die 4 oder 5 oder 4 oder 3, weiß ich jetzt nicht, glaube 3 oder 4 Abonnenten gemacht. Und wenn man überlegt, dass ich jetzt, ich bin seit 17.08.2010 auf YouTube, habe auch schon ein paar unnütze Videos gemacht, habe mich jetzt doch jetzt entschlossen, dass ich lieber auf dem Let's Play Faktor sein möchte. Ja, das bin ich dann auch, werde ich jetzt auch bleiben, dann bin ich mir ganz sicher. Aber auf jeden Fall, ja, ich hatte halt in der Zeit von bis 17.08. jetzt, heute haben wir jetzt den 19.02.2013, halt war jetzt für 2010, das sind jetzt hier fast, ja, kann man so sagen, das sind jetzt etwas über 2,5 Jahre. Das sind jetzt 2,5 Jahre und 2 Tage. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt, wie lange ich jetzt schon auf YouTube bin. Und ich hatte, zu der Zeit hatte ich glaube ich 52 Abonnenten oder so. Oder 53, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, als ich da mit dem Let's Plays vorgenommen hat, habe ich auch gemerkt, dass ich mehr Abos kriege und so. Das hat mich sogar sowieso überrascht, weil ich wollte eigentlich sozusagen gar nicht irgendwie an Abos kommen großartig. Ich mache das ja nicht irgendwie, um Abo-geil zu werden oder so, dass ich mir darauf einen kloppe. Nee, ist nicht. Es ist ja eigentlich nur, ich will halt, dass ich wirklich eine Community habe, die sozusagen zu mir hält, die halt sozusagen, wie soll ich das ausdrücken? Wenn ich irgendwelche Fragen habe oder so, dass die halt mir weiterhelfen können, dass die, weil ich habe auch wenn ich keine Zuschauer habe, ich mache das auch, weil ich Spaß daran habe. Ich habe das schon seit einigen Jahren, sage ich mal so, gemacht, dass ja, ich einfach so einen Gedanken Let's Plays aufgenommen habe und sozusagen, hört sich doof an, aber mit mir selber gesprochen habe. Das mache ich relativ oft. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, keine Ahnung, vor ein paar Monaten gemacht. Das ist, ja, das hat auch nichts irgendwie so nach dem Motto zu tun, irgendwie, keine Ahnung, du hast keine Freunde oder so, keine Ahnung. Nein, das ist einfach nur, man sucht sich wirklich so eine Community, mit der man gemeinsam was unternehmen kann, beziehungsweise ja, halt eine feste Community sucht man sich. Das ist keine Bettlung nach Aufmerksamkeit, wie viele denken. So ist das nicht, Leute. Damit das hier auch mal klargestellt wird. Und so, dass ich kenne. Och, ja, geil, episch. Ich grab rein und first finde ich Gold. Die haben mich jetzt, die fanden das so goldig, was ich gesagt habe, haben sie mir gleich Gold gegeben. Ist das nicht schön? So, dann bauen wir das hier wieder zu. Oh, bauen wir das wieder zu, ja, bauen wir einen Klotz vor die Birne, ey. Ja, leck. Aha, Ist ja mal was ganz Neues, dass das mal leckt. Also Leute, das hat mir gar nicht mehr, dass das irgendwie geleckt hat oder so. Das ist ja wirklich was ganz Neues. Ist ja phänomenal, dass sowas mal auf so einem fortschrittlichen PC, wie ich ihn habe, hust, hust, mal passiert. Ja, wir finden direkt wieder Eisen. Komm, hier ist doch, pass auf. Jetzt graben wir ein bisschen weiter und dann finden wir Diamanten oder Redstone oder irgend so einen Scheiß. Das wäre mal witzig. Ja, und dann kommt noch Kohle und Lapis Lazuli, dann sind wir alle Freunde. What? Ich meine, what the hell? Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Ringeldingeln, Alter. So. Pass auf, jetzt grab ich weiter. So, jetzt muss ich einen weitergraben, jetzt finde ich irgendwas anderes. Nee. Aber geil gewesen. Befinden wir uns überhaupt auf dem Layer 13? Okay, wir befinden uns auf dem Layer 13. Also ist doch gut. Ja, wir können hier weitergraben, aber das nützt nicht sehr viel. Ich grabe sowieso nur weiter in der Hoffnung, dass ich irgendwie mal ein Cave finde oder so. Deswegen grabe ich weiter. Denn dann wird's richtig interessant, meine Leute. Und soll ich was sagen? Ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu starten. Woohoo! Justin, schätz mal, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Zwei Minuten am Arsch! Allein laber ich schon ja alleine schon 7 Minuten oder so. So lange labert es noch nicht. Aber mindestens fünf. Mindestens fünf. Warte mal kurz, ich überlege mal kurz. Justin überlegt. Der Überleger dann Dreieinhalb, überlegt. glaube ich. Ja, dreieinhalb. Hör auf zu schätzen, ist mir auch egal. Ich beende den Part, wenn ich das will. Und es gehst du auf die Schnauze! Wie jetzt Dings sagen würde. Andreas. So. Ha, flacher Witz, jetzt müsst ihr alle lachen. Wie auch im ersten Part gesagt. So. Warum findest du keine Rohstoffe? Er ist selber so ein kleiner Rohstoff, bestimmt. Justin. So. Ah ja, wir lernen jetzt Lukas J. Punkt. Ist so ziemlich das beschissenste Assi-Kind an unserer Schule, das es gibt. Ja, der ist ganz schön schwul. Darf ich das erzählen? Dieser Pisser hat keine Freunde, er hat ADHS, darf sich deswegen alles rausnehmen. Er kann sogar nicht, vor allen Dingen, dieses kleine
Beep! Darf sogar nicht mal irgendwie, keine Ahnung, wenn der jetzt irgendwie, wenn wir den irgendwie schlagen oder so, keine Ahnung, weil er uns immer die ganze Zeit, der schlägt uns auch immer die ganze Zeit und tritt uns und reizt uns und was auch immer. Redstone! Und, ja, das soll bestimmt gerade Lukas Blut symbolisieren. Weiß ich nicht. Wer weiß, wer weiß. So. Auf jeden Fall. Erzähl mal, was heute passiert ist. Ja, was zum Beispiel heute passiert ist. Er hat einen Fußball. Und es sind jetzt wahrscheinlich Kleinigkeiten, die ihr nicht hören wolltet, aber es ist ein bisschen dumm, sagen wir mal so. Also man muss. Also der ist noch relativ jung, der ist glaube ich, wie alt ist der, 11? Ja, 11, 10, 11, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, benimmt sich aber so wie 3, nur mal so nebenan. Weil, ja, 3, das neue, das lebende. Also ja, ein 3-jähriger Schlauer. Ja, das ist noch ein kleiner Embryo, ne? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal kurz was Neues bauen hier, man soll mal eine neue Werkbank. Werkbank! Werkbank! Okay, jetzt haben wir eine Werkbank und... Ja. Jetzt ist die Werkbank! Dahin! Werkbank! Okay. Alles klar, so. Okay. Ja. Gut, dann haben wir jetzt Stöcker. Gott, jetzt kommt schon unser vulgärer Humor gegen die LPs. Das ist echt nicht möglich. Daraus machen wir uns jetzt eine Hacke. Okay, eine Hake, zwei Haken. Drei Haken, ne? So, jetzt, warte, ist Zeit für das flacher Witz-Time. Ja. Und zwar, dann ist mal los. Eine Frau, in einer Frau steckt eigentlich immer was Gutes. Selbst, wenn es nur das Küchenmesser ist. Okay, wir haben Kohle gefunden. Ja, ich glaube, die können wir mittlerweile gebrauchen, denn ich glaube, unser Kohle... Kohle. Ja, komm, ja, da muss erst, jetzt musst du Gong fragen, oh, Copyright hier. Jetzt bist du am Arsch, jetzt haben sie dich. Wieso? Ich hab selber gesungen, das kann mich keiner nachweisen. Doch, die können nachweisen, dass das Lied... Die können nachweisen, dass das Lied... von Gronkh ist, beziehungsweise dann auch noch Rahmschnitzel, der das hier, ich bin Copyright, ich darf den Song sagen, er heißt Kohle, 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 und er ist hier von links, von Gronkh und Rahmschnitzel. Wie habe ich das jetzt gesagt, das weiß ich selber nicht. Ich darf singen, wann ich will und wo ich will. Du darfst gar nichts, aber so von viel, doch, du darfst mal die Slavenbruderschaft besuchen. Die mögen dich da bestimmt gerne. Nee, yeah, nee. Yeah. So. Wolltest du das nicht eigentlich weitererzählen, was heute Dixie Wumsi gemacht hat? Ah, das interessiert die sowieso nicht. Wenn es euch interessiert, könnt ihr jetzt Kommentare schreiben. Ich mach das so, wir machen pro Video einfach nur noch ein Kommentar-Event, sonst habe ich zu viele Kommentare. Lol, ist halt, glaube ich... nochmal zum Thema Hater. Mir ist es scheißegal, wenn Leute mich haten. Ihr könnt damit nicht erreichen, dass ich aufhöre mit LPs und so weiter. Im Gold gefunden, nochmal. Was heißt wir? Wir werden immer dabei sein. Nee. Also, ja. Also, wenn es ja ein S gibt, dann ist das ja wohl Mert, ja? Halt mich da raus. Mert ist so ziemlich das fetteste Kind an unserer Schule. Er wiegt, keine Ahnung, 120... Ey, wie viel wiegt da ungefähr? 120 Kilo? Ey, der fetteste Junge. Nee, das ist das fetteste Kind. Nein. Alter, Janine ist lange nicht so fett wie der, Alter. Okay, Janine ist ein bisschen dünner. Ein bisschen dünner? Ey, boah, du guckst ja immer nur auf den Arsch, Alter. Guck doch mal auf den Oberweite, Alter. Mal ehrlich. Der Arsch quillt über, das weiß ich selber. Aber guck mal auf Oberweite. Eigentlich ist das voll wie so ein Korsett zusammengedrückt. War das jetzt nötig? Nö, irgendwie nicht. So, ja, jetzt kommen die kleinen Zickeleien rüber. Und soll ich sagen, was ich jetzt mache? Das ist das Event des Tages. Passt auf. Ich werde eine Salzstange essen. Eiskalt, einfach eine Salzstange essen. Jetzt habe ich eine Salzstange gegessen. Voll.
Ich kann auch noch ein After Eight essen. Hab ich auch. Ja, oder keine Ahnung, ob ich das noch habe. Ich glaube, es ist nämlich alles leer. Okay, da habe ich noch. Also, After Eight habe ich natürlich auch das Copyright, um diesen Namen zu erwähnen. Ich kann doch mal sagen, was After Eight ist. After Eight ist, ja, es ist minzig, es ist eine Pfefferminzcreme. Ja, hört sich schon beschissen an. Pass auf, es wird noch beschissener in Schokolade. Hört sich eklig an, habe ich auch gedacht, ist eklig, schmeckt aber scheißgeil. Kann man suchten, mein Vater frisst davon ganze Kartenblätter, sag ich mal. Aber man sollte davon nicht zu viel suchen. Ja, wenn die machen. Ja, also, gut, wir haben jetzt Kohle gefunden, haben keinen Spitzhacke mehr, doch, wir haben noch zwei. Nee. Scheiße, nein, wir haben die ganze Zeit mit unserer Dings-Hacke weitergebaut. Ding, ding. Oh, ich glaube, das war schon wieder für unser LP heute. Das ist doch echt nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Nein, ich höre jetzt nicht so, ich will ja meine LP beenden, du Arschloch. Oh, nee, warte, das hat sie falsch angehört. Ich will diesen Part für dieses LP beenden. Wahrscheinlich sind wir erst bei 8 Minuten oder so, aber das ist mir egal. Ich habe ja keinen Timer gestellt. Ja, passt. Na ja, am Arsch. Naja, du kannst ja weiter experimentieren, während ich jetzt sage, ciao Leute, wir machen jetzt hier noch das letzte Lichtlein an und bauen das Eisen kurz ab. Moment. Bam, 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 bam. Oh, oh. Hallo? Kam gerade ein komischer Ton. Also. Alles klar. Gut, dann war es jetzt erstmal für diesen Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Vielleicht drehe ich heute noch einen Part. Wer weiß, wer weiß. Macht's gut. Ciao. Verdammt, falsche Taste.